Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, ich habe Top-Laune, weil mein lieber Kumpel Klaus, der Pepsi meint, komm mal unbedingt mit hier, Wisente jagen, Wisente mit der Kamera jagen, also Wildlife-Fotografie, super. Ja, hab mich breitschlagen lassen und dann kommt die Ansage, ja, komm mal dann hier am Samstag, 4 Uhr fährst du mal los, ne, und dann treffen wir uns mal, ne. Und dann fahren wir mal Richtung Rothaargebirge. Top, top fit, top Idee. Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Der liebe Klaus meint, dass hier in dieser Gegend jederzeit das oder die Wisente, die Wisente hier aufschlagen könnten. Im Moment sehen und hören wir gar nichts. Ja, wir werden mal weiter diesen Rothaarsteig laufen und gucken mal, wann uns denn ein Tierchen vielleicht über den Weg läuft. Drückt uns bitte die Daumen. Ja, nachdem ich eben etwas euphorisch war und langsam mich angefreundet habe mit dem Gedanken, einen Wisent zu fotografieren, und Klaus sagte, da hinten ist der Ablegeplatz, hier ist er, aber leider kein Wisent. Ja, ich glaube, das war sogar der Gras. Der Grasplatz ist es. Ich guck mal, ob ich doch noch was finde. Ja, ihr Lieben, wir wandern und wandern und wandern. Und was sehen wir? Eigentlich nur Wald. Jede Menge Wald. Die waren hier. Schau. Also ich bin kein Profi, aber ich würde behaupten, dass das verdammt nach irgendwelchen Hufspuren aussieht. Da ist auch der Halbkreis, klassisch. Ja. Wahrscheinlich wollten die abbremsen und haben keinen Griff gehabt, weil die noch keine Winterschuhe hatten. Ja, wir sind hier, wir haben auch da hinten irgendwie, ich weiß nicht, ob das der Fachausdruck ist, aber Verbiss gesehen an den Bäumen da oben. Da sind sie auf jeden Fall durch. Die sind nah dran irgendwie, ne? Ja. Es wird immer besser. Immer besser. Klaus, wo sind sie? Klaus. Wo sind sie denn? Also ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber wir haben ein bisschen Anstieg zu bewältigen. So ist ungefähr Horizont. Ja.
Nix kann ich berichten. Also, außer schön. Gemein, wenn du bei deinem ersten Tag Glück hättest. Ja, das ist auch was. Ich jetzt schon das vierte Mal. Aber wie sagt man so schön, wir kommen wieder, oder? Und wir kommen wieder, wahrscheinlich. Klaus und ich haben uns jetzt entschlossen, ein bisschen anzusitzen. Klaus meint, die Stelle wäre gut und wir haben auch Spuren gesehen. Ganz frische Spuren, allerdings in diese Richtung weg. Ja, also herrlich ist es hier. Allerdings bin ich enttäuscht. So früh aufgestanden für Wisente und was haben wir? Ja, immerhin. Jede Menge Natur pur. Sollen wir mal gucken, was Klaus seinen Fans erzählt hier. Ich habe so lange gewartet, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich sagen kann. Ja. Ein weiterer schöner Tag im Roter Gebirge. Ohne Wisente. Kann man, glaube ich, genauso sagen. Aber wir warten auf den Stern. Natur ist an und für sich auch was Schönes. Hände aus, Mickey Maus, Akku leer. Ja, so ihr Lieben, wir sind zurück erstmal von unserer Rothaarsteigtour, überlegen, ob wir noch an einen anderen Ort an die Schanze fahren. Aber der Ort heißt aber Schanze, da ist nicht wirklich eine Schanze, ne? Ja, das kann, der Ort heißt so. Genau. Weil du gesagt hast, an die Schanze. Ach so, ja, ich hatte verstanden, da wäre auch eine Schanze, weil du eben mal über Schanzen berichtet hattest, über die Flugschanze. Und ja, was sollen wir sagen? Gesehen haben wir nicht viel, nicht mal irgendwelche anderen Tiere, dafür aber jede Menge Spuren. Ganz genau einordnen konnten wir die nicht, aber wir könnten... Das waren Wiesenspuren, eindeutig, oder? Die zum Schluss, würde ich behaupten. Okay. Definitiv, als wir hier an diesem freien Feld waren, wo wir eben angesessen haben, würde ich auch behaupten. Also das waren größere Hufe. Vielleicht gibt es später oder jetzt in diesem Moment mal ein Handyfoto von so einer Spur. Ja, Kot haben wir gefunden von Rehen. Gab es sonst noch irgendwelche Funde? Jedenfalls keine Wisente. Ja, was ist uns sonst aufgefallen? Schwer gepüngelt haben wir, ordentlich Höhenmeter gemacht. Geguckt haben wir noch nicht, wie viele Kilometer wir genommen. Hier ist eine Karte, eine topografische, da könnten wir tatsächlich mal schauen. Ja, vielleicht kriegt Google das auch hin. Was hast du für eine Brennweite mitgehabt? Ja, an Brennweiten hatte ich jetzt eigentlich auf der Hauptkamera auf meine 850 zum Fotografieren der Wisente gedacht. Das 70-200. Ist das nicht zu kurz? Das ist zu kurz. Es gab da so ein kleines... Ich wollte im Zweifachkonverter mitnehmen, ich bin ja, ehrlich, ja, doof. Ja. Aber ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass wir jetzt keine Wisente gefunden haben. Also Klaus ist heute zweimal abgemahnt und... Ja, ich war kläglich. Ja, er muss das beim nächsten Mal gut machen, irgendwie mich hier lang dran. Ich weiß wie, nee, dann nächste Mal finden wir die Wisente, wenn wir wieder kommen. Das ist meine Wiedergutmachung. Gut, also er verspricht das. Wie war es denn so vom Tragen? Wie hast du die Hand getragen? Hast du die umgebimselt? Wie hast du das gemacht? Ja, also ich hatte ja den Rucksack an, ne? Auf oder an? Den Rucksack auf, an, mir, drauf, auf und die Kamera umgebimselt. Liebe Zuschauer, auch wenn das ein Fremdkanal ist, das ist, finde ich, ein amtliches Wort, umhängen, würde ich nie sagen, umbimseln ist das. Die Kamera umzuhängen, anzuhängen, ja. Und ich muss sagen, ich habe mir irgendwie eine Trageweise angewöhnt für zumindest dieses Objektiv. Das heißt, du nimmst dir den originalen Gurt? Gurt, und ich habe meistens wie so ein Baby das Objektiv im Arm oftmals. Aber du trägst dann Cross? Ja, okay. Genau. Und das geht eigentlich. Also mit deinem kleinen Schmuckstück hier weiß ich nicht, das sah schon sehr mühselig aus, was du da getan hast. Ja, auch da bin ich Schlimmeres gewohnt. Also das ist jetzt das 150-600 in der Sports-Variante von Sigma. Aus Metall, deswegen wiegt das, ich glaube, 2,7 meine ich.
ist leichter als das 400er und ich habe es halt auch cross getragen und dann hatte ich noch hier diesen, weil ich heute den kleinen Rucksack mitnehmen wollte, diesen Slingshot-Rucksack. War eigentlich ein guter Plan, aber jetzt die Erfahrung nach, was war es, 6 Kilometer, wie sind wir gelaufen? Also geschätzt waren es. Ich muss irgendwie alles nach links haben. Ich hatte dann also auf der linken Seite sowohl den Rucksack als auch die Kamera und das zieht den Körper natürlich in die Haltung. Ich habe jetzt Schulter. Ja. Ich habe Schulter. Schulter und morgen Rücken. Morgen auch Rücken. Das heißt, diese Tragevariante, dann habe ich noch statt Stativ, ich wollte wenig hier ein Einbein. Hast du auch ein Einbein? Nee, ich habe kein Einbein. Ich habe... Um halt noch so ein bisschen was rauszunehmen, weil 600 fotografierst du, glaube ich, auch nicht aus der Hand. Hätten wir die Wisente getroffen, wäre ich wahrscheinlich wieder nicht in der Lage gewesen. Ich wollte gerade sagen, wie schnell... Ja, weiß ich nicht, aber allein hier... Wir sind ja, wir tragen ja das Zwiebelprinzip, du doch bestimmt auch. Ja, Zwiebeltechnik, ja. Genau. So, aber durch diese ewigen Kapuzen, Stefan musste mir mal helfen, als wäre ich richtig alt und könnte mich immer anziehen. Also so dieses Hochreißen, das hätte geklappt, aber alles andere, ich schweife ab. Ich will mir jetzt so einen Gurt kaufen, ich weiß nicht, wie die heißen. Ja. Und das dann vor der Brust hat, die Arme frei hat, dass man schnellen Zugriff hat. Ich hatte überlegt, es gibt irgendwie so ein, ich meine, Snap-Sniper-System, wo man die Kamera auch... Vielleicht auch Sniper-Snap. Sniper-Snap, ja, wo man das über die Schulter hat und dann hat man nochmal einen Gurt hier zwischen und dann hat man die Kamera unten, hängen aber auf dem Kopf halt. Man macht das ans Stativ, also wo der Stativ normalerweise die Grundplatte an die Kamera kommt. Mal eben, bevor du jetzt alle verwirrt geredet hast, also tatsächlich... Es hinge dann kriegt man so die Kamera. Nee, also das System, was ich meine, was ich mir dann auch holen würde, da hängt die Kamera das Objektiv da nach hinten runter. Ach so. Wie ein Tragegurt, nur seitlich. Nee. Und hat unten einen rollenden, ein Kugellager und meins dreht sich mit. So. Ja. Das könnte ich so daher spazieren. So. Ja. Versteht ihr? So. Ich verstehe. Vielleicht kannst du ja auch einen Stirnhalter für. Das wäre dann. Ja, hör mal wenn auf. Ich das, also freue ich mich. Endlich Spaß. Kann ich wieder. Fotozeug kaufen, wenn ich nachher zu Hause bin. Ja. Und irgendwas anderes ist mir auch noch eingefallen, was heute auch unpraktisch wäre. Einen kalten Hintern haben wir bekommen, weil wir angesessen haben auf Baumstümpfen und das geht echt durch. Ja, ja, wir brauchen irgendwelche Wärme. Also was ich immer ganz gerne nehme, auch wenn ich beruflich im Außeneinsatz bin, diese blöde ja Windschutzscheiben, stimmt auch, diese Windschutzscheiben, Alufolien, die man reinmachen kann und die tue ich mir immer unter die Füße oder unter den Hintern, aber das ist halt blöd zu transportieren. Ich weiß nicht, ob es aus dem Campingbereich irgendwelche netten kleinen Kissen gibt. Ne? Also da müssen wir gucken, falls wir das nochmal machen. Also ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du nochmal darfst. Wir müssen mal gucken, ob ich Wildlife-mäßig jetzt richtig angefixt bin. Das frühe Aufstehen fällt mir eigentlich leicht, aber... Komm, erzähl den Zuschauern vom Sonnenaufgang. Den können wir an dieser Stelle auch vielleicht auch einblenden, wenn du noch nicht vorher eingeblendet hast. Aus diesem Grund, ja, ich habe ja keinen gescheiten gemacht, aber wir könnten zumindest videotechnisch was einblenden. Ich würde dir meine Aufnahme anbieten. Ja, dann gucken wir mal, ob ich von Klaus die Aufnahme bekomme. Also es war ein traumhafter Sonnenaufgang. Der hat hier wirklich noch drauf. Ich habe die aber auch nur mit der GoPro gemacht, muss ich konstatieren. Er hat für alles entschädigt, muss man ehrlich sagen. Und auch hier, wir sind hinterher ein ganzes Stück spaziert, bestimmt auch 3 Kilometer. Und dann waren wir über... Ja, so ein Tal, ne, kann man sagen, unten Tal. Wunderschön, also wirklich toll. Ja, genau. Der ja. 200er hat man übrigens noch vielleicht ein Wort darauf, das ist ja der 28er, was du da drauf hast. Ja. Ne? Der 600er ist natürlich größer und länger, aber Offenblende 5, das hat man schon gemerkt. Ich glaube, wo wir ankamen, habe ich ein Foto vom Stefan gemacht. Das können ISO wir vielleicht 50.000. Auch mal einblenden, ich schicke dir das. Genau. Und der Stefan hat hier mal ein bisschen ISO-Panik. Ja, da ist die ISO-Automatik mal auf 51.000 oder 52.000 irgendwo geschnellt. Mal gucken. Also ich glaube, so hoch sollte man dann vielleicht wirklich. Ich habe ja so viel Angst, ich habe auf 6,4 begrenzt und wenn ich 1.000 schon sehe, aber ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, dann bekomme ich ja schon Panik. Obwohl auch mein Gefühl war, dass die ISO-Automatik viel zu hoch regelt in der Automatik. Ja, muss ich auch noch mal gucken. Immer also, sehr angenehmes. Das war dann eher exposed helles. To the right, was die da gemacht haben. Ja, ich weiß nicht, ob man das irgendwie, wie wenn man es runterdreht. Man kann ja nicht die ISO-Empfindlichkeit, glaube ich, ändern. Ja, oder? Die Messfeld mit Belichtungsmessung ändern, aber ja, okay. Ja, vielleicht wäre das noch eine Herangehensweise. Ja, heute nach dem frühen Aufstehen und dem Nichterfolg, wie siehst du denn jetzt, denkst du, könntest du dir vorstellen, nochmal mitzukommen? Also, ja, ich würde sagen prinzipiell ja und ich habe dich auch eingeladen bei mir zu Hause mal durch so eine Auenlandschaft mit ein paar Vögelchen und so. Ich weiß halt nicht, das ist natürlich nicht so spannend. Spannend war es trotzdem, ne? Aber das Highlight wäre bei uns, wenn man das so sagen kann, zu finden, sind zum einen bei uns ja die Eisvögel unterwegs. Da musst du natürlich eine große Brennweite mitbringen. Das andere Interessante ist, wir haben Nutrias. Aber auch weiße Nutria. Und wenn wir die dann sehen würden, das wäre dann schon auch Albinos? Mal ein Highlight. Ja, nee, das sind keine Albinos. Ich glaube, das sind tatsächlich keine Albinos. Ich bin nicht so sachkundig da, aber das sind einfach weiße
Die nennen sich weiße Nutrias. Bisamratten sind das. Ja, das sind so Bisamratten. Ja. Kann auch sein, dass es Albinos sind, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, gut. Gibt es noch was zu sagen? Das Schlusswort ist an dir, ist dein Kanal. Mein Schlusswort. Keine Menschen hier, das haben wir sehr genossen. Und oh ja. Ich glaube, der Appell wäre, morgens ruhig mal rausklauen. Und wenn ihr nicht fotografiert, ab in die Natur, das ist schön, oder? Ja, wunderbar. So können wir das auch abschließen, würde ich sagen. Ich habe ja noch keinen richtigen Abschluss. Also ich habe ja noch gar kein richtiges... Vielleicht geht das Video auch noch weiter. Vielleicht ist das ja noch ein Fill-In, ne? Ich habe noch gar kein richtiges Outro. Ja, vielleicht entdecken wir gleich noch was, falls wir noch zu dem Ort, dem Platz Schanze fahren. Vielleicht kommt dann noch was. Ansonsten verabschiede ich mich an der Stelle. War sehr schön. Also ich bin aber jetzt auch durch und durch gefroren. Der Hintern ist nass hier. Habt einen schönen Tag noch und geht raus zum Fotografieren. Tschüss. Tschüss.